Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Icarus. Und es kam wieder ein Kommentar vom Tobias. Die Lampe mit Biosprit gibt es immer noch, die leuchtet heller. Dafür schwingt sie beim Abbau von Erz zu viel hin und her. Ah, okay, die gibt es immer noch. Alles klar, dann habe ich sie nur übersehen. Gibt's noch, aber ich mochte sie damals schon nicht. Ich nehme jetzt einfach diese Lampe. Die schwingt zumindest mal nicht so viel hin und her. Ich nehme mal hier, jetzt machen wir weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich bin da gerade am Überlegen. Auf jeden Fall brauchten wir Kupfer. Ja, genau. Irgendwas mit Platinen war das. Warte, das war die Chemiebank, ne? War das die Chemiebank? Ah, ne. Kompositfasern. Lass mich mal kurz gucken. Und zwar... Ist gar nicht hier drin, ne? Ah ja, genau. Kompositfasern, da brauche ich Kompositpaste. Und die Kompositpaste habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Wo ist denn die überhaupt? Da ist die Kompositpaste. Schlapper die Latz aber auch. Oh nein. Ja, wieder voll verkackt. Egal. Egal ist der Käse, der von allen Seiten stinkt. Was machen wir jetzt? Ich brauche natürlich noch mehr Windräder hier, ne, damit das hier auch alles gut läuft. Also machen wir noch mal ein paar Platinen. Kupferdraht, Golddraht. Wie viele Platinen können wir da mittlerweile machen? Gefährlich. Nicht gerade viel, ne? Ah ja, guck mal hier, machen wir davon nochmal 90. Vom Epoxid kann ich gerade gar nichts machen. Können wir mal ganz kurz nochmal ein Essen gucken? Können wir uns das mal ganz kurz angucken? Ich habe nämlich sowieso schon ziemlich einen Kohldampf. Ah ja, guck mal hier. Ah ja, die Tomaten brauchte ich, ne? Genau. Wegen dem Shepherd's Pie. Ja gut, mache ich jetzt händische Ernte. Kriege ich halt ein bisschen weniger raus. So, gleich mal wieder in Mehl umwandeln. Zack. Dann setzen wir das gleich mal wieder da rein. Shepherd's Pie, Shepherd's Pie. Ich bin doch hier bei dir. Wo bist du denn? Shepherd's Pie. Rohfleisch, das haben wir hier drin. Wie viel geht denn? Ah ja, 10 Stück. Ja, machen wir mal 10 Stück. Das ist doch in Ordnung. Machen wir mal hier das wieder rein, das da rein. Wir machen das Glas mal wieder. Wie ist denn das? Wie ist denn das mit meinem Muffin? Mein Muffin, wo bist denn du, mein Muffin? Da bist du, mein Muffin. Brotteig und Wassermelone. Brotteig und Wassermelone. Habe ich keine Wassermelone mehr? Hä? Keine Wassermelone mehr, ne? Warte mal, was brauche ich, um das zu reparieren? Holz. Holz. Ja, da muss man noch mal ganz kurz rüber, ne? Wir laufen schon mal kurz rüber. Die eine Lampe ist gleich leer, weil ich aber auch irgendwie ständig vergesse, die auszumachen. Aber ist auch wurscht. Ja. Komm auch. Du Jungtier, du hast hier eigentlich gar nichts verloren, ne? Nee, wo war das mit dem Holz? Da war das mit dem Holz. So. Jetzt reparieren wir die mal. So. Zack. Genau, ich wollte gucken wegen Schwefel, ne? Wie weit bist denn du eigentlich hier? Du bist da ordentlich am Rumbrodeln. Okay. So, da muss ich auch weitermachen.
demnächst mal. Die Infektiösen wären halt gut. Oh. Okay, das ist einfach noch nicht weit genug fortgeschritten. Wieso habe ich eigentlich... Da habe ich Wassermelone. Ich dachte gerade, das kann doch eigentlich nicht sein, ne? So, geht doch. Da haben wir jetzt noch Brotteig übrig. Den mache ich jetzt da rein. So, mein Shepherd's Pie ist fertig. Dann machen wir jetzt den Obstmuffin. Oh Mann. Wow. Das ist wirklich bemerkenswert. So, Obstmuffin wird auch gemacht. Ist auch gleich fertig. Da haben wir nochmal 10 davon. Ne, für den Shepherd's Pie später nochmal. Nehme ich mal... einen mit zum Reparieren gleich. Ja, Obstmuffin. Wo repariere ich die Lampe eigentlich? An der Werkbank, okay. Wieso ist die jetzt... Achso, braucht die mehr Tierfett? Achso, warte mal. Das kann natürlich schon sein, ne? Nee, weil sie anscheinend in dem Slot lag, ne? Ja, das kann sein, weil die im Slot lag. Ja, ist aber auch wurscht. So, haben wir denn hier? Genau, du machst ja hier ordentlich Kohle. Du machst nochmal ein bisschen davon. Da haben wir nochmal ein bisschen Kupfererz. Okay. Lass mich mal weiter überlegen. Wir brauchen ja noch ein bisschen von diesen Teilen hier, ne? Da haben wir zum Beispiel Rampen, wollte ich bauen, fehlt mir aber das. Da haben wir, genau, da haben wir das. Wir brauchen Betonmisch und da brauchen wir halt viel Silizium. Und da wollte ich dann gucken, dass wir mal ein bisschen... ja. Genau, so. Also, lass mich mal umsetzen. Ich will Treppe. So, Treppe. Dann, ja. Nee, wir brauchen noch Betonplatten. Also, wie gesagt, ich will jetzt da ein bisschen gucken, ob ich da den Windpark machen kann. Ne? Der wird dauern. Der wird dauern, meine Lieben. Nee, hab ich nicht, ne? Betonboden. Ja, ich muss Silizium beschaffen gehen. Okay, lass uns erstmal gucken, was ich nochmal so machen kann für einen Siliziumbohrer. Was wird da? Oh, schön. Wir bräuchten. Wo ist denn der Tiefbaubohrer? 15. 15 Platinen. 15 Platinen. Macht zumindest schon mal die 12. Wir müssen noch mal nach Epoxid gucken. Ich weiß gar nicht, in der anderen Ecke hatten wir da noch Epoxid. Also es wird jetzt hier Stück für Stück wieder aufgebaut, ne? So, das Zeug, was ich dann gerade aktuell brauche, wird dann einfach gemacht, ne? Wie sieht's hier aus? Gemahlener Knochen, das ist aber kein Epoxid. Wo haben wir noch mal Schwefel? Habe ich irgendwo Schwefel zufällig noch mal? Da habe ich kein Schwefel reingepackt und hier natürlich selbstverständlich auch nicht. Nee, da auch nicht. Ich glaube, Schwefel ist auch leer, ne? Ich glaube, Schwefel ist tatsächlich leer. Ja. Es sieht ganz stark danach aus, dass der Schwefel leer ist. Ja, müssen wir holen. Also wir brauchen Silizium. Schwefel. Da ist auch nichts drin, ne? Nee. Okay. Nee. Dekorationswerkbank. Schade. Okay, dann müssen wir nochmal gucken.
Lass uns doch mal nach da oben gehen. Ob wir da noch mal ein bisschen Silizium-Schwefel bekommen. Na, jetzt kommen wir. Jetzt bin ich verrutscht. So. Silizium und Schwefel. Gehen wir mal hier lange. Da haben wir schon mal Silizium. Ja, dann machen wir aus dem Schwefel nämlich auch noch mal ein bisschen. Yam. Da ist Kohle. Was haben wir da? Ist das Oxid? Nein, das ist Silizium. Nehmen wir mit. Oxid. Hier Schwefel, super. Nochmal Silizium, geile. Okay, haben wir hier noch mehr? Hier haben wir zum Beispiel ein Schwefelvorkommen. Ach, guck mal einer an. Gleich hier oben bei mir, ne? Das ist doch nett. Das ist doch cool. Guck mal, es will dunkel werden, ne? Ja, Schwefel sollten wir dann auch vielleicht als Bohrer machen. Aber du brauchst hier unendlich viele von diesen Windkrafträdern dann, ne? Nochmal Silizium. Ich will mal so viel einpacken, wie es geht. Das Salz. Was haben wir hier hinten nochmal? Das ist Salz. Schwefel, alles klar. Packen wir mit ein. Ja, machen wir mal die Lampe an. Ein bisschen Tierfett kostet die mich. Ist doch vollkommen okay. Da haben wir nochmal Schwefel. Das ist Oxid. Kohle. Hier ist nochmal Silizium. Ja, dann werde ich jetzt gucken, dass ich jetzt den nächsten Bohrer mache. Auch weil ich da wieder sehr viel Platinen brauche. Für Silizium. Ja, Schwefel wäre auch nicht schlecht, ne? Nochmal Salz. Hier nochmal Schwefel. Ich bin noch nicht voll oder so. Kann ich hier ruhig noch ein bisschen rumhantieren. Wir mal. Da haben sie mich eingequetscht. Okay, hier haben wir noch mal. Jetzt haben wir da Oxid, Salz, Oxid und Salz. Okay. Hier ist Silizium. Und ich level dabei auch gleich, ne? Und kann ich auch entsprechend demnächst auch das Zeug freischalten, was ich brauche. Hier nochmal Schwefel. Naja, hier oben war noch mal einiges drauf, ne? Schön. Ja, mein Inventar ist bald voll. Okay. So, was haben wir denn da schon? Ja, ein bisschen Silizium, sehr viel Schwefel bekommen. Das ist gut.
Dann haben wir da nochmal, da ist Oxid, da ist nochmal Schwefel. Ja, aber dann können wir auch entsprechend Epoxid herstellen, gut, ne? Dann muss ich nicht die ganzen Knochen sammeln, ganze Viecher jagen. Was bist denn du? Was bist denn du da in der Luft? Okay, na, dann kommen wir. Lala, es geht wieder runter in die Tiefe. Okay. Wetter incoming. Oh, Blitzen. Schön. Schön, dass du blitzen wirst. Also, machen wir Epoxid. 86. Passt perfekt. Machen wir das da rein. Machen wir noch hier ordentlich Schwefel rein. Da können wir das gefrorene Eis noch ordentlich machen. Wie sieht's mit dir aus? Du bist hier noch ordentlich zugange. Ja, ja, das ist gut. So, dann bringen wir mal das Oxid rüber. Das Silizium. Das Silizium. Und werden mal hier eine ordentliche Menge 48 Betonmischung. 48 Betonmischung wegen ein bisschen. So, was haben wir hier? Hauen wir das mal alles raus hier. Kann das nämlich da rein. Auch nochmal ordentlich, ne? Auch nochmal eine ordentliche Portion. Mal gucken, was da alles bei rauskommt. Warte mal. War da noch was? Bam, bam, bam. Ah ja, Lavastein. Holz und Nägel, ne? Dann könnte ich den Scoria-Rahmen weitermachen. Oder halt, ja. Ja, ja, solange man das hat, kann man das machen mit dem Lavagestein, ne? Obsidian ist das. Das ist Lava, das ist Obsidian, das nehmen wir mal mit. Puh. So, das wird mal gemacht. Obsidian können wir mal kurz ein kleines bisschen sortieren. Warte mal, machen wir es so. Zack, zack, zack. Schwefel, gut, das kommt alles darüber. Schießpulver. Ja, Salz, Holz, Kohle, Verdorbenes. Hm. Oder hier oben, ne? Schwefel. Aber das wäre schon toll. Verdorbenes? Verdorbenes hat man ja sowieso immer. Guck mal, was ich hier zum Beispiel an verdorbenes Zeug habe. Hätte ich das Salz oben mitgenommen, wäre das überhaupt kein Ding gewesen, ne? Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich dann das Salz wieder mit. Jo. Oh. Oh, der hat mich ja voll getroffen. Scheiße. Fuck, 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 nein. Nein, shit. Oh, ich blöd, Mann. Brenne eine Unterkunft nieder. Ja, toll. Also, das hast du jetzt gut hingekriegt, ne? Warte mal. Nein. Scheiße. Nein. Oh. Oh nein, Leute. Ich brenn mich kaputt. Das nur, weil ein blöder Blitz mich erschlagen hat. Oh, herzlichen Glückwunsch. 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 Hast du gut gemacht. Wir feiern dich. Jawohl.
Ich komme zumindest mal nicht weiter. Der brennt alles nieder. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt einmal hier das Heile mache? Kann er gleich nochmal neu brennen, ne? Oh ja. Oh ja, Strider, du hast es wieder hingekriegt. Ich glaube, ich muss meine Geräte unten gleich alle einsammeln, weil die gehen ja, glaube ich, nicht kaputt, die Geräte. So, haben wir auch mal wieder ein Feuer mitgemacht, ne? Aber ich habe wieder freigeschaltet. Gut. Aber es war ja vieles aus Stein. Das heißt, es ist nur der Boden wieder gebrannt. Oh Mann. Da unten, da liegt das. Ich kann nur nichts wirklich sehen, ne? Ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, warte mal, hier in der Ecke, das ist die Fischerbank. Kann ich da gleich die Angel mal raufpacken? Lass mich mal geschwind das ganze Zeug hier da mal rüberpacken. Nee, das brauche ich ja. Das ist mein Kohleofen. Schön. Mein Mörser. Was haben wir da? Das da. Geben wir mal das mal mit. Ah, herrlich. Oh, ich wollte jetzt gar nicht so weit springen. So. Ja, schön, schön. So, die Kochstation, die war hier in der Ecke. So, warte mal. Das Tier fährt auf jeden Fall mal darüber. Ich habe keine Ahnung, wo hier überhaupt irgendwas jetzt war. Okay. Aber es ist ja ratzfatz aufgebaut, ne? So. Hier in der Ecke warst du. Du warst da. Dann nehmen wir mal den hier. Der war daneben. So, das Kakao war auch da drin. Jetzt gucken wir mal unten nochmal rein. Ich glaube, ich sollte mal kurz schlafen gehen, ne? Damit es mal ganz geschwind hell wird. Damit wir nämlich auch da unten im Wasser auch entsprechend was sehen können, ne? Ganzen Station nämlich wieder. Ja, da war Kühlschrank, alles klar. Da ist mein Salz. Bin schon wieder voll. Ja, es geht schnell mit voll machen, ne? Yippie.
endlich habe ich Feuer gefangen. Ja, wer geht auch schon raus, ne? Also ganz ehrlich. Wer geht denn hier auch raus? Beim Blitz. Blitz und Donnerwetter nochmal. So. Das da rein, das da rein, alles da rein. Passt das noch da rein? Ja, passt noch da rein. Ja, wir haben jetzt diese eine Station nicht. Warte. Machen wir das mal da rein. Dann gehen wir noch mal unter Wasser. Und sammeln mal den Rest ein, ne? Tja, da ist mein Herd. Und was haben wir da noch? Immer noch nicht alles leer. Boah, wie viel Müll habe ich denn da drin gehabt, ey. Ist ja der Hammer. Oh. Okay. Wo ist denn... Ha. Diese eine Kochstation fehlt mir. So, hier waren auf jeden Fall mal das drin. Gib mir mal das da. Guck mal, da ist noch ganz viel Weizen. Wo habe ich denn das Weizen versteckt gehabt? Warum ist da so viel Weizen? So, dann kannst du nämlich hier mal Weizen machen, ne? Hier mit deinem Mehl. Warte mal. Ich muss nochmal nach da unten. Oder hatte ich den schon aufgesammelt? Nein, den habe ich noch nicht aufgesammelt. Nee. Muss nochmal. Da fehlt eine Küchenzeile. Da fehlt eine Küchenzeile. Vielleicht ist die aber auch kaputt. Ja, weil hier liegt jetzt soweit nichts, ne? Ne, ich glaube, die ist kaputt gegangen, die Küchenzeile. Schade. Ohne diese Küchenzeile kann ich natürlich auch nicht mehr den Ofen hinbauen. Okay. Da ist nichts drin, ne? Nein. Da ist auch so nichts drin. Auch so nichts drin. Haben wir die da? Nein, haben wir nicht. Da haben wir sie auch nicht. Da ist nur das Tierfett drin. Das ist der Biospritofen. Die Küchenzeile fehlt mir. Naja, und dieses Pökelstation fehlt mir auch. Diese Pökelstation fehlt mir. Oder warte mal. Nee, da ist nichts. Okay. Es ist ein kleines bisschen, ist was kaputt gegangen. Ah, Drag, komm her. Hier draußen. Hier, komm her. Hasta la vista, Pöppchen. Okay, gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.